Und den tatschte. Also mit dem Klumpfuß so den Sand so wegknirscht. Ja? Und das so der Abendsonne entgegen. Und ja, genau. Ja, deswegen heißt das Ding jetzt Wüstenschiff. Also kommt mal ein paar Abendlieder, also macht euch keine Sorgen. Wir sind noch nicht fertig. So, jetzt aber zu dem zweiten Aspekt, den das Wort Zeitzone symbolisieren soll, also nicht nur unsere 35 Jahre, übrigens wir zwei. Ne? Also nicht nur die 35 Jahre, sondern das so ein bisschen so in die, ne? Einmal so durch, warum uns das jedenfalls gedacht, sondern es soll auch so ein bisschen diese europäische Zone, die wir so wie wir uns verstehen, widerspiegeln. Ihr habt schon gemerkt, es sind so ein paar Rhythmen aus dem, ne, kommen da mehr so aus dem östlichen Europa geschwappt. Da haben wir auch so ein paar kleine folkloristische Elemente, die kommen eher so aus Frankreich oder so aus Großbritannien. Und dann haben wir jetzt so ein Ding, so ein Thema aus Versehen, wie das immer so ist, gefunden, was uns so ein bisschen an diese Zeit, die goldenen 20er, so ein bisschen erinnert hat. Die natürlich, wenn man heute von den goldenen 20ern spricht in Deutschland, dann muss man eigentlich immer nur an einen ganz bestimmten Ort und an einen bestimmten Platz denken. Und das ist der Potsdamer Platz. Und so heißt das Stück. Ihr werdet gleich merken, warum. Thank you.